Knie. Das ist ein Inselarchipel, den die Wikinger einst Eyja nannten. Eyja, das heißt westlich über dem Meer. Damit war für die seefahrenden Nordmänner alles gesagt. Alles über das klippengesäumte Land, das sie aus strategischen Gründen kolonisierten und wo sie durch ihre mitgebrachten Eisengeräte im 8. Jahrhundert die Steinzeit endgültig beendeten. Orkney liegt im äußersten Norden Großbritanniens, jenseits des Pentland Firth, etwa 10 Meilen vom schottischen Festland entfernt. Schottisch wurden die Inseln erst im 15. Jahrhundert. Bis dahin war Orkney abhängig von Skandinavien. Größere und kleinere Inseln umfasst der Archipel, davon nur 29 bewohnt. Baumloses Weide- und Ackerland, grün und gelb fast überall. Durchzogen von blauen Fjorden und durchtränkt vom Licht des Nordens. In diesen Breitengraden steht die Sonne fast immer tief. Schon die ersten Siedler vor mehr als 5000 Jahren waren Ackerbauern. Was von ihnen geblieben ist, sind Zeugnisse aus Stein. Der Ring of Brodgar. Steine gesetzt wie zur Akupunktur der Erde. Versammlungsplatz früherer Inselgemeinschaften. Ein vorzeitliches Bauwerk, errichtet zeitgleich zu den ägyptischen Pyramiden. Seine Erbauer beherrschten die Geometrie des Kreises. 60 solcher tonnenschwerer Blöcke waren es einst, 36 stehen noch. Jeder einzelne zwischen 2 und 4,5 Meter hoch. Eine touristische Attraktion mögen sie schon für die Wikinger gewesen sein. Einer ihrer Krieger, ein Kreuzfahrer, hinterließ seinen Namen. Björn war hier, schrieb er mit seiner Axt. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch in den abgelegensten Winkeln Schottlands die Schulpflicht durchgesetzt wurde, begannen die Orkadier ebenfalls ihre Graffiti auf den Steinen von Brodgar zu hinterlassen. Wilson, Anderson, Icebister, Marwick, Evie, Marr. Bekannte Familien auf den Inseln, geläufige Namen noch heute. Die Kunst zu schreiben und die Lust, den eigenen Namen verewigt zu sehen, haben wohl schon immer sehr nah beieinander gelegen. In Sichtweite zum Ring of Brodgar befindet sich ein weiterer kleinerer Steinkreis, die Standing Stones of Stannis. Zwölf Monolithe beschrieben einst einen Kreis von 30 Meter Durchmesser. 4 dieser Riesen stehen noch. Ein 5. liegt zertrümmert am Boden. Ursprünglich waren die Stones of Stannis umgeben von einem mächtigen Graben. Noch heute erkennt man, dass sie wie auf einer künstlichen Plattform leicht erhöht in der Landschaft stehen. Ein Zeremonienplatz, gewiss. Priester mögen sich hier getroffen haben. Zahlreiche Gräber und Knochenfunde, auf die die Bauern in der Umgebung noch immer stoßen, deuten auf eine religiös-mystische Funktion. Je nachdem, wo man steht, werfen die Monolithe die eigene Stimme als Echo zurück. Ein Platz, lässt sich vermuten, an dem die religiösen Führer der frühen Siedler Gebete und Beschwörungen gesprochen haben, an dem sie Zwiesprache hielten mit den Elementen. In der Nähe der Standing Stones of Stannis und des Ring of Brodgar erhebt sich in der flachen Landschaft, weit sichtbar, ein künstlicher Hügel. Maes Howell, Mestre Haug, größter Hügel nannten ihn die Wikinger. Zwischen Acker und Viehweide führt ein 11 Meter langer Tunnel in den Hügel hinein. Nur in gebückter Haltung lässt er sich begehen.
Ist es Respekt, den die Erbauer dieser Kammer dem Besucher abverlangten? Maes Hoe ist das Totenreich der Steinzeitmenschen von Orkney. Ein Kammergrab, das den absoluten Höhepunkt neolithischer Grabarchitektur darstellt. Eine Konstruktion aus tonnenschweren, kunstvoll geschichteten Steinplatten mit Strebepfeilern und gleichmäßiger Verjüngung nach oben. Raum ohne Wiederkehr. Seine magische Kraft beruht auf seiner technischen Vollendung. Wo aber sind die Gebeine der Toten? Als Archäologen 1861 das Grab zum ersten Mal untersuchten, fanden sie es leer. Lange vor ihnen waren Wikinger hier eingebrochen. Abenteurer, Piraten, Kreuzfahrer. Auf ihren Fahrten nutzten sie Maes Hoe als Unterschlupf, wenn etwa ein Sturm sie auf Orkney festhielt. Sie waren auf Eroberungszug, auf Pilgerfahrt oder gar unterwegs zum Heiligen Grab. Der Drachen war ihr Zeichen. Maes Hoe besitzt die größte Runensammlung Nordeuropas. Der längste Text erzählt von einem sagenhaften Schatz, den ein Mann namens Hakon in 3 Tage währender Arbeit aus dem Grab herausgeräumt und nordöstlich von Maes Hoe wieder versteckt haben will. Viele, die diese Runen entzifferten, haben sich danach auf die Suche gemacht. Vergebens. Andere Inschriften unterscheiden sich gar nicht so sehr von dem, was Graffiti-Künstler unserer Zeit für mitteilenswert halten. Thorfinn ritzte diese Runen, heißt es. Orkis Sohn ist der Schreiber dieser Zeilen. Oder diese Runen wurden vom kundigsten Runenschreiber des westlichen Ozeans eingeritzt mit der Axt, mit der Gaukur Trandils Sohn auf Island erschlagen wurde. Und die meistzitierte Rune: Ingiborg ist die schönste aller Frauen, eine hochmütige Person. Um hier hineinzugelangen, muss jedoch auch sie den Rücken beugen. Das Kreuz, die Signatur der Kreuzfahrer. Bei Orkney treffen sich die Gezeitenströme. An vorgelagerten Riffen und dramatischen Küsten streiten sich die Brandungen 2 Meere. Die der Nordsee mit denen des Atlantik. Schon die Seefahrer der Antike berichten von gewaltigen Stürmen, plötzlichen Wetterumschlägen und Nebelbänken, die jede Orientierung unmöglich machten. Nicht jeder, der auf diese unwirtlichen Inseln verschlagen wurde, hatte sich sein Ziel freiwillig gewählt. Orkney ist baumloses Land. Seine einstigen Wälder haben die letzte Eiszeit nicht überlebt. Aufgrund der isolierten Lage konnten nur wenige der ausgestorbenen Vegetationsgesellschaften auf die Inseln zurückkehren. Nirgends in der sanfthügeligen Landschaft gibt es geschützte Stellen, wo neue Waldanpflanzungen Wind und Sturm standhalten könnten. In der Jungsteinzeit gab es Baumstämme nur als Treibholz, von den erodierenden Urwäldern Amerikas an die Strände der Inseln getragen. Aber genügten diese zufälligen Gaben, die die See den frühen Siedlern schenkte, Kräne, Rollen oder Rampen herzustellen, um tonnenschwere Steinplatten zu transportieren? Nicht einmal Hanf und Sisal waren auf Orkney verfügbar für die Herstellung von Seilen. Mit welcher Technik hat man sie hierher gebracht? Aufgestellt und in der aufgeschütteten Erde verankert, sodass sie auch nach 5000 Jahren noch stehen. Die Wissenschaft hat keine Antwort. Genauso wenig, wie man sich erklären kann, welchem Zweck die Steinkreise tatsächlich dienten. Welche Rituale hier wirklich vollzogen wurden. Vieles bleibt im Bereich der Spekulation. Thank you.
Die Steinkreise sollen Kalender gewesen sein, wird gesagt. Mondobservatorien, neolithische Weltraumteleskope zur Bestimmung von Saat- und Erntezeiten. Monolithe, die ein Maß setzten zur Berechnung von Raum und Zeit in einer unberechenbaren Natur. Ihre Erbauer haben keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Die Zahl der sichtbaren Monumente aus einer Zeit, für die wir über zuverlässige Theorien nicht verfügen, ist auf Orkney immens. Und noch immer werden prähistorische Funde gemacht. Die Bauern entdecken sie durch Zufall. Vor allem im Frühjahr, wenn sie hinausgehen, um Schäden zu beheben, die Seestürme auf ihren Äckern verursacht haben. Die Winter für Winter voranschreitende Erosion der orkadischen Westküste entlockt diesen Inseln immer mehr ihrer seit Jahrtausenden verborgenen Schätze. Für Archäologen ist Orkney ein Paradies.